Fahrer. Wir haben eine Engine, ist kaputt, was soll ich denn machen? Ab. Ist. Bitten. Einmal schon aussteigen, bitte. Allgemeine Verkehrskontrolle, bitte aussteigen. Herr Wert. Achso, nicht ich. Allgemeine Verkehrskontrolle, bitte. Torben, sammel du das Geld auf von dir. Hä, hier ist Polizei, die hat mich gerade angehalten. Achso. Warum? Ja, allgemeine Verkehrskontrolle. Polizei, hallo, Herr Polizist. Widersetzlich, tasern Sie ihn, tasern. Flo, sammel erst das Geld auf. Nein, Junge, Tobi, das kannst du jetzt nicht bringen. Hallo, Herr Verkehrspolizist. Ich hab meinen Wagen repariert. Der Typ, den ich überfahren hab, der ist da gerade mitten über die Straße gefahren und ich kam hier halt an. Der redet gerade, Flo. Der ist darüber gelaufen. Wo seid ihr denn? Seid ihr mitten im Karawan? Nein, am Pfirsich. Alter, am Pfirsich, der. Dass ich einsehen wollte, da er Beamtenbeleidigung hat, dass ich dich jetzt einfach mit. Das wäre so geil gewesen, wenn Flo ausgewählt wäre. Ich euch, falls der was sagt. Gesehen, der auf dem Kamerafilm, ne? Der redet die ganze Zeit, du Idiot. Was? Ich höre nichts. Ah, Robbery. Herr Verkehr, Herr Officer. Oh Gott! Oh Gott! Die Effekte lauter, Flo. Ich bin jetzt auch beim Pfirsichfeld. Ah, ich glaube, ich sehe euch. Komm, Flo, fahr weg! Warum? Ja, weil einer ist gerade voll in, das Polizeiauto reingehauen. Nein, ich will das nicht. Ja, Flo, du darfst weiterfahren, Dankeschön, Herr Officer. Schönen Tag noch. Dankeschön, tschüss. Oh, Flo, fahr doch. Wo ist das Geld von dem? Das ist weg, das hat der Polizist. Du kannst das doch nicht mitten aufheben, wenn ein Polizist da ist. Wieso? Ich kann ja sagen, ich wurde überfahren. Oh, Idiot, ey, das sieht man im Chat. Und du darfst nicht 10 Minuten dahin, hast du eben noch gesagt. Oh Flo! Der Polizisten da hinten steht jemand mit einer Waffe. Ey, der sagt noch, sie sind gerade etwas zu schnell gefahren zu dem einen und ich fahre mit 70 an dem vorbei. Tom, ich fahre gerade 100. Oh, da kommt ein Quad. Ja, viel Spaß auf dem Quad. Alter, der ist aber auch mega schnell gefahren. Ja, aber ich fahre okay, auch 90. Bremsen, Jungs. Jo, ich lass auslaufen. Alter, mein Wagen ist richtig dreckig. Standard, Junge. In altes. Ich kündige uns an. Sollen jetzt nochmal richtig Stoff geben. Oh, stand da gerade nur 50. Hui, Flo, bremst auf der Straße. Ich hab keine Ahnung. Ich fahre jetzt einfach 50. Wir können ja sagen, da stand auf dem Schild. Ich fahre auch 50. Hier ist auch keine Polizei gerade. Flo, bitte. Ach, in guck mal, hier ist Hui! Junge! Alter, ihr seid alle bescheuert! Boah, ich hab einfach richtig perfekt eingeparkt. Boah, ich park jetzt hier so schräg. Nein, Spaß. Boah, Junge Flo, ey, ganz im Ernst. Ich halte mich noch auf der Straße an, auf dem Highway, auf der Hauptstraße, auf wem auch immer. So, 68. Alter, kann mich jemand heilen? Ich schwör's euch. Wie viel hast du noch? 91, aber ich kann nicht sprinten. Tobi, how much money do you have on your Konto? Warte. So. 135. Ich hab 83.000. Ich kann dich irgendwie nicht heulen. Ich hab aber noch. Ich hab Medikits hier. Ich werf dir meins zu. Hallo. Dir. Probier dich mal selbst zu heilen. Wer hat mich gerade überfahren? Ich nicht. Ach, das war der Sappel. Oh, Flo. Oh, oh. Hä, der Semmel? Den haben wir doch in der Kupfermine getroffen. Du hast mir gar kein Medikit gegeben, Tobi. Das liegt auf dem Boden, wie schon gesagt. Oh, wo denn? Der da war's, in dem weißen Offroad. Ich habe einen weißen Offroader gesehen. Flo, keine Angst, ich meine nicht dich. Hier ist gerade noch ein weißer Offroader gekommen. Da, Sebel, der links, der weiße Offroader. Mach doch einfach hier und guck hier. Hier. Hier müsste es irgendwo liegen. Hier. Wahrscheinlich hast du schon nichts auf. Ach, ich warte, ich werf dir noch eins zu. So, jetzt liegt's auf dem Boden. Da. Ich sehe nichts. Da kannst du mit der, guck mal, stell... Hallo, haben sie gerade den Sebel überfahren? So, und jetzt guck, da ist die, da liegt... Ah, jo. Oh, ich hab mein Fernglas rausgeholt. Wo stand der? Nein, das war kein Auto, es war ein Quad, jemand mit dem Quad. Ach so, okay, ja, ich halte mich da mal da raus. Das soll die Polizei lösen. Was? So, ich hab einen Waffengürtel gekauft, ne? Was? Wie? Wo? Beim Clothing Store für 4.500. Ach so, ja, hol ich mir auch. Ich wollte denselben gerade auf einen falschen Verdacht denken, Flo. Mit Vision Goggles hab ich gemerkt. Nen Nikolas. Für 4.000 wie viel? Wie heißt der denn?
So, und dann tue ich alles, was geht, in den Waffengürtel, weil man daraus ja nichts klauen kann. Ich habe 82.000 auf dem Konto. Wo ist denn der Waffengürtel? Bei Unterwests. Ah, okay. Bei Unterwests. Ohne Presseweste. Kostet 120.000, jawohl. Könnte ich mir holen. Wie viel kostet eine Waffenlizenz? 18.000, ne? Moment, Dann müssen wir jetzt einen Waffenladen. Also ganz deutlich. Alter, ganz wo steht denn die? Zaros, ne? Wo steht denn die? Hier steht nirgendwo Waffenlizenz. Och, hä? Natürlich. Wo seid ihr denn? Ah ja, da Feierabend, Gunlizenz. 18.000. Okay. Und der und ist... Ja, ihr braucht aber nichts bar abheben, ne? Wir kommen am ATM vorbei. Ja, der ist da, wo der immer ist, der Waffenstore. Ja. Bei Zaros. Da wollte ich mir mal ein Haus kaufen. Weil es da so schön sein okay, soll. Okay, ja, den Weg, den habe ich. Der Weg ist ja relativ chillig. Oh, Herr Polizist, immer aufpassen hier bitte. Oh! Ah, Tom. So, folgt mir, ne? Hä, fährst du vor mir, Tobi? Oder? Ja, hä, ich fahre in die andere Richtung. Ich fahre einen anderen Weg. Okay, dann warte kurz. Achtung! Tobi, wartest du? Ach, da bist du, okay. So, ein bisschen Nitro gegeben. So, YOLO. Ich gebe jetzt einfach richtig Gas. Ja, die Polizei ist beschäftigt. Flo kann's Gas geben. Ja, zum... Nein, zum Gunstore. Zum Gunstore bei Zaros unten. Folgt mir einfach, Flo. Ja, wo das bist ist du denn? Ja, bei der... Wir bremsen. Oh, beim Apfelfeld, die Flo, Straße weiter du durch. Nicht einfach? Du ja, brauchst weil dir nicht ich immer... noch wenden musste. Ja, der Turm hat auch gewendet, du brauchst dir nicht immer einen Wegpunkt zu machen, wie behindert... Boah, hab ich doch nicht. Ach weißt so. Weißt du noch nicht mal, wo wir hinwollen? Zum Waffenstore bei Zaros. Unter dem Kokain-Processing. Flo, komm zum Apfelfeld. Ja, da fahre ich gerade hin. Ihr braucht's mir nicht 50.000 mal reinzuschicken. Ja, anscheinend schon. Bei dir weiß man nie. Ja, sorry, aber ich bin erst dem Torben nachgefahren. Ja, ich bin auch dem Tobi nachgefahren. Da stopp geradeaus weiter durch. Nee, aber du bist erst in die falsche Richtung. Ja, da unten kann man normalerweise nämlich auch lang fahren. Aber Tobi wollte sich dann halt den anderen Weg snacken. Nein, ich habe den Linksback. Rechtsback, was auch immer. Da musst du die Maus einfach ein bisschen verschieben. Nee, dann lenkt er bei mir. Oh! Was machen wir beide? Meine Maus ist gerade fast den Dings runtergeflogen, den Schreibtisch. So, dann muss man sich die Waffenlizenz kaufen? Der ADAC ist online interessant. So können wir natürlich auch überfallen. Oder überfallen werden. Huch, da waren Pfosten. Ja, aber warum sollten wir ADAC rufen, ey? Ja, eben, ist mir auch gerade eingefallen. Ja, weil der doch so viel dabei hat. Da können wir die Toolkits erbeuten. Nein, ich meinte selbst überfallen werden, falls uns jemand ruft. Aber wir sind ja nicht ADAC, sehen wir so aus. Deswegen ruft uns keiner. Hat aufgefallen. Deswegen macht das keinen Sinn. Neo. Neo. So, ich glaube, wir müssen hier rechts, aber ich guck noch mal. Ich meine auch. Ja. Also die Route nach Zaros kenne ich eigentlich ziemlich gut, aber ich fahre immer unten ja, lang. Ich bin da erst einmal lang hingefahren. Ich nicht, ich war da schon öfter. Ich war auch schon in Sofia und... Ja, ich auch. In Pygros. In Pygros war ich auch schon. Tobi, in Pygros waren wir... In Pygros waren wir auch schon, da haben wir doch die Polizisten gemördert. Ich war da auch ganz, ganz kurz auf diesem einen Server, aber da war Nacht und ich konnte eh nichts sehen. So. Boah, mir, Shift, komm, gib Gas, Offroader, hier, Berg hoch. Ja, yeah, ich bin direkt hinter dir. Shift. Wie bitte? Benutze irgendwie nie Shift. Mach doch. Klatsch, klatsch. Fährst viel schneller. Ah, ich sehe die beiden umgefahrenen Teile. Tobi, was machst du? Müssen wir da lang? Müssen wir da lang? Nein! Boah, wer der explodiert, Alter. Ihr wisst, wo ich bin. Ja. Der Flo ist beim Abbiegen da reingefahren. Leute, der ist nicht kaputt gegangen, obwohl ich in
einen Stein und zwei Verkehrsschilder gefahren bin. Das sah auf jeden Fall lustig aus. Komm, gib Gas, Tobi. Ja, weil du da auf einmal gehalten hattest, wollte ich... Ja, Thor, beschleunige mal hier. Ich drücke die ganze Zeit Shift, ich könnte dich locker überholen. Ja, ich ja auch. Ich fahre gerade 70, aber gerade in der Kurve kann man schlecht anfahren. Ich sehe euch beide nicht mehr wegen der Staubwolke. Tja, ärgerlich, ne? Ach so, ich sehe noch alles. Ich auch. Ja. Komisch. Ja, aber ich sehe auch noch alles. Ah, jetzt geht's wieder, weil Stein. Ich etwas Abstand habe. Hui, Verkehrsschild. Hui, Shift die ganze Zeit gedrückt halten. Ah ja, Shift gedrückt halten, ah. Mach ich immer mit dem kleinen Finger. Ich auch. Ja, ich auch. Deswegen seid ihr so schnell auf einmal gewesen. Ach nee, Flo. Was ein Einwand. Noch 4 Kilometer. 3,9. Ja. Ich hab mir gesetzt. Genau in dem Moment, wo du das gesagt hast, ist er auf 3,9 umgesprungen. Ich weiß. Alter, fahr! 3,5. Keinen anderen Weg, außer diesen Scheißweg hier. Ja, ja doch, aber da muss man unten Nein, rein. Gibt's nicht, außer du fährst die Hauptstraße, ja. Da musst du sowieso... Ja, da fährst halt Umwege. Okay. Oh, 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 oh. Hui! Oh, 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 stopp, oh, oh, oh. Lang, rechts oder links an der Kreuzung? Was? Ja, da gibt's keine Kreuzung, geradeaus. Was hab ich denn gerade gemacht? Ich hab einfach... Boop. Hallo Torben. Setzen wir jetzt selbst einen Waffenladen, alles klar. Du meinst den Waypoint. Ja, bei dem Gunstore... Wir haben einen Vollpfosten. Na Flo. Okay, nee, so, ich kann übrigens nicht mehr voll, ich hab einen Platten. Hier konnte man zwischendurch rechts... Oh, fahr hier... Ah, okay, fahren. Doch, du kannst Schiff fahren, oder? Aber du musst halt ein bisschen aufpassen im Wald. Wald? Ja, kommt gleich. Kommt gleich. Ja, ich sehe hier rechts Bäume, aber nicht. Nicht. Ja, das ist ein Kiefernwald. Also ich sehe deinen Wagen nicht mehr, weil da eine zu dichte Staubwolke ist, Tom. Ja. Oh, das jetzt komme ich im Wald. Jetzt bin ich im Wald. Flo, ich habe irgendjemanden abschießen gehört. Ist hier nicht ein Drogen? Hier ist doch Cocaine-Processing, oder? Moment, ich gucke einmal auf die Mail. Ja. Naja, aber das ist ein bisschen weit weg, da kann man keinen. Aber warum, hier was hast denn du gehört? Ein Abschießen. Oh, das war mein Reifen, der geplatzt ist. Nee, das war ein Dit-Dit. Boah, der ist einfach so geplatzt, voll unnötig. Voll unnötig. Worum wetten wir, dass Flo in mich reinfährt? Willst du dein Auto wieder haben, Sebbel? Fragt Käsekuchen. Was passiert? Du hast dir eine Facebook umgegeben? Da ist ein Heli. Hast du dir gerade keine Facepalm gegeben? Wer? Du. Warum? Ich dachte jetzt, du hast eine Facepalm gegeben, weil Flo in dein Auto reingefahren ist. Nein, ist er zum Glück nicht. Okay. Bist du schon wieder? Ich höre gerade nur Polizei. Du? Ich Tom. Nicht, ich bin weit weg. Mann! Ich will bin nicht noch 2 Kilometer. Alter, ich hör auf Shift zu drücken, ohne Scheiß. Ach du Scheiße, ich hab gar nicht mehr auf den Waypoint ge... Oh Mann, ey. Boah. Wie weit bist denn du entfernt? Ja, ich bin den Weg ganz runtergefahren zum Meer. Musst du nicht hier links? Ja, musst du. Ja, muss ich. Naja, ich fahr dann schon mal. Ach, da sehe ich den Tobi. Mann. Lol, hier hat's gebrannt. Ich bin bis zum Meer runtergefahren. Leute, da ist ein Heli. Ja, ach nee. Was ist das, eine Polizei? Ja, hier höre ich jedenfalls Sirene. Ja, zumindest landet er. Immerhin waren es uns... Alter! Ich wurde abgeschossen! Ach, Schüsse! Ey, nicht schießen! Alter Leute, was geht bei euch? Flo, aussteigen, aussteigen, aussteigen! Der will uns anhalten. Ist das Polizei? Das ist Polizei, ne? Ja, das ist Officer Tony. Ja gut, dann kann ich ja kommen. Ich dachte, das wäre ein Überfall. Ah, jetzt habe ich euch wieder... Ich habe euch wieder eingeholt. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass sie uns meinten. Deswegen habe ich nicht angehalten. Was ist denn... Wir sind gerade auf dem Weg zum... Ja, was? Entschuldigung, sagen Sie nochmal? Hallo? 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 Ja. Ja. Torben, steig mal aus. Warum haben sie uns jetzt angehalten? Ja, weil... Ja, warum? Ja, hör es mal zu, Kollege. So, es gibt nicht nur diese Leute, die diese Route benutzen, um irgendetwas Illegales zu machen, ja? Und deswegen ist es unsere Pflicht zu schauen, was ihr macht.
Ja, wir wollen zum Waffenladen, weil hier, wie Sie sehen, führt diese Straße auch vorbei an einem Kokainprozessing, das wissen wir. Nach Zaros ist das, ne? Ja, nach Zaros, und da ist der Waffenladen. Und Sie können gerne uns und unsere Autos untersuchen. Ja, machen wir. Und das andere Problem ist eine Frage, und zwar, wie kommt es denn, dass ihr einfach nicht anhaltet, wenn wir... Weil wir nicht wussten, dass sie uns meinen. Weil wir dachten, hier ist die Kokainprozessing in der Nähe. Und wir wussten überhaupt nicht, dass das ein Polizeihilli ist, weil der... weil hier ja die Kokainprozessing in der Nähe ist. Und da dachten wir, da steht vielleicht eine Polizei, die gerade einen verfolgt. Weil ich habe den Heli nur aus dem Augenwinkel gesehen und da der schwarz ist, dachte ich, jetzt okay, Rebellenheli oder so. Alter Torben. Und dann, als sie auf mich geschossen haben, habe ich erkannt, dass sie diese Däne hatten. Von wem? Ja, klar. Stell mal von lauter bei Audio. Sie haben aber einen schicken Heli, Herr Officer, der gefällt mir. Ja, ich hab das auch voll. So, Florian. Ja, gut. Ja, ich hab hier alles auch voll. Führerschein. Hier besitzen eine. Wir besitzen auch eine. Okay. Flo hat keinen Führerschein, weil er einen überfahren hat. Was? Ja! Ja. Fassen Sie den und geben Sie dem 100.000 Strafe für Führerschein nicht haben. Ich höre nichts. Mann, Flo, drück Escape, konfigurieren. Audio, Effekte, komplett laut. Nein, von. Hast du auch von? Von hab ich auch komplett. Der Kollege kommt jetzt mit in den... Werde ich jetzt gefangen genommen? Naja, er zahlt kein 5.000 Ticket. Eine Geldstrafe? Doch, zahl das Ticket! Zahl das Ticket! Stopp! Warten Sie, ich kann Ihnen das sagen, wir reden gerade über TS. Flo, hat er dir ein Ticket gegeben? Das musst du bezahlen. Wie sehe ich, ob der da das auf Pay. Das hey, stopp mal, lass Sache immer stoppen. Ein Moment, hallo Herr Officer. Er sagt, er hätte es nicht erhalten. Können Sie ihm das nochmal auferlegen? Nee, Moment, ich weiß nicht wo. Nein, das kommt auf deinen Bildschirm. Und dann steht da so fett Pay-Ticket 5.000 oder so. Ja, nochmal, bitte nochmal. Sag ihm nochmal. Können Sie das dem nochmal geben? Ja, Pay-Ticket, so, habe ich. Okay, ist dann jetzt alles okay so? Eine Frage, wie ist das jetzt, wenn er keinen Führerschein hat, darf er dann jetzt überhaupt noch weiterfahren, oder? Weil er hat jetzt ja keinen Führerschein besitzt, oder was? Ja, er hat ja keinen, oder? Ja, ihr dürft, also alles, was ihn oder eine andere Person betrifft, betrifft nur die jeweilige Person. Achso, ja, okay. Jo, Flori, drück mal Z, hast du einen Führerschein? Driver License? Nee. Oh. Eine Frage, darf er dann jetzt überhaupt noch weiterfahren oder muss er jetzt stehen bleiben die ganze Zeit und laufen? So, wie bitte? Darf er jetzt noch mit uns weiterfahren, die kurze Strecke? Oder muss er jetzt, oder wie regeln wir das jetzt? Weil er muss ja mit dem Auto weiterfahren. Der ist ja hier im Nirgendwo. Ja, wenn ich in 5 Minuten euch nochmal sehe, dann kommt er mit in den Knast. Jo, okay. Das ist gut. Also, nein, das ist nicht gut, aber es ist halt... Na, so. So, okay, dann können wir weiter. Schönen Tag noch. Was soll ich denn machen? Du sollst dir jetzt so schnell wie möglich gleich eine Driver-Lizenz wiederholen. YOLO, Alter, wir fahren jetzt erstmal zum Dampftor. Ja, aber da sieht man schon mal direkt hier ein bisschen... Ah ja, stimmt, du hast ja einen überfahren. Ja, ach nee, deswegen wurde ihm die Lizenz entzogen. Ja, du hast auch die Effekte auf überlaut. Du hast die Effekte auch total laut und der ist direkt neben dir gewesen. Ja, aber der Heli ist total geil. Den hätte ich auch gern. Alter, ich dachte, das wäre ein Rebellen-Heli und dann hat der vor mich geschossen. Ich weiß. Moment einmal, ich halte einmal kurz an. Und wollte erst richtig wegfahren, aber dann habe ich erkannt, dass der die Sirene hat. Aber ich dachte, hey, der ist schwarz, der muss, der kann ja kein Polizisten-Heli sein. So Leute, da bin ich wieder. Tom, so. Hast du überhaupt gehört, was ich gesagt habe? Nee. Alter, muss man... Oh nein! Ich hab ja kein Drahtlos-Headset, leider. Ich hab einen Pappzaun umgefahren. Und Effekt muss man wirklich laut haben. Nein, Effekt kann man leiser stellen. Von ist wichtig, weil das heißt Funk. Und das ist auch für... Ja, von hab ich den weißen Balken komplett. Ja gut, dann müsstest du die verstehen. Torben, ne? Ich dachte, das wäre ein Rebellenheli oder so. Ja, ich weiß. Ja, das habe ich gehört. Das habe ich gehört schon noch. Ich hatte einfach voll Panik. Alter, ne? Aber der Heli ist total geil. Ey, Tobi, haben die eigentlich erzählt, wieso die uns angehalten haben? Ja, allgemeine Verkehrskontrolle. Ah, ne, ja, genau. Wegen Kokain.
Deswegen ist ja eigentlich nur vernünftig, dass die uns anhalten. Ja, hätte ich auch gemacht. Weil, ganz ehrlich, wenn wir hier lang fahren, dann rechnet jeder damit. Dass weil jetzt sind wir links am Kokain-Processing. Ja. Lass mal da hinfahren, einfach. Aber wie behindert wäre das denn, mit Offroader reinzufahren? Komm schon. Lass jetzt einfach mal da hinfahren. Aber ich finde es nicht gut, dass die Polizei solche Kontrollen macht. Ja. Lass doch mal eiskalt. Ja, ja. Wir, ne? Ich glaube, das wäre lustig. Ja. Wow, Junge, ich habe gerade auf die Map geguckt, Alter. Mein, die kann uns dann ja auch nicht bestrafen, ne, weil wir haben ja nichts gemacht. Nee. Und stopp da lang. Die wird uns noch nicht mal kontrollieren, weil die ja gesehen hat, dass wir nichts dabei hatten. Vorsicht, ich bremse jetzt, ne? Ja, ja, ich habe auch gebremst. Ja, in der Stadt Zaros. Zum ATM gefahren. Ach, Torben, hier sind die Schilder. Ja, die haben wir immer abgeschossen. Nein. Was? Nee, Flo, du musst gleich bei uns einsteigen oder so. Oder du fährst einfach wieder zurück. Hä, wo ist denn hier? Ach, da ist der. Wo zahle ich noch? Ich heb mal 30.000 ab. Ey, aber ich höre nichts. Ja, also. Echt, ich heb 50.000 mal. Und wo kriegen wir dann die Waffenlizenz her? Beim Waffenhändler. So. Hast du noch die Waffen? Doch, hast du doch. Torben, wo willst du hin? Ich renne jetzt hier querfeld ein. Hä, ich fahre mit dem Fahrzeug dahin. Ah ja, doch, gute Idee. Das ist ja doch voll weit entfernt. Gute Idee. Was machst du da schon wieder? Alter, und ich kann doch, hast du Geld dabei, Flo, heb dir Geld ab. Ich hab 40.000. Ja, das reicht. Achso. Werden höchstwahrscheinlich reichen. Ich hab 50.000 mal mitgenommen. Ach warte, ich nehme auch noch mal ein bisschen mehr mit. Falls die Waffen hier teurer sind. Lol, im Fahrzeug häng ich voll zur Seite. Ah, du hast es endlich geschnallt. Ich respawne gleich mal. Ja, musst du ja eh, weil dein Auto kannst ja nicht... Ja, das Auto muss in die Garage gebracht werden, Torben, sonst ist das bis zum Restart hier, irgendwo im Nirgendwo. Hä, es sei denn, es ist... Ja, aber wenn keiner in der Nähe ist? Nein, Torben, willst du man braucht 10 Kilometer Abstand. Nein. Doch. Nein, bei mir ist doch schon der Heli... Ja, keine Ahnung. Ja, aber... weil ich da weg war. Hä? Alle 10 Kilometer. Nein, der war ja... Doch. Oh, Flo, was machst du? Da wenden. Ja, wieso wenden? Ja, weil ich hier reinfahre, nach links kurz. Ja gut, dann wende ich auch mal. So, und jetzt gibt's hier die Waffenlizenzen. Zumindest hättest du das ankündigen sollen. Firearm-Lizenz. Ja, kann ich was dafür, wenn du mir hinterher bist? Ja. Da gibt's hier fette Waffen. Und du weißt doch, wie ich das... Wie gibt's hier fette Waffen? War das jetzt Ironie, oder? Die kostet 80.000. Lol. Dann gibt's Holos... Wie viel kostet die Lizenz? 10. Und die Pistol? Und unsere normal... Alter, wir brauchen so viel Geld, ne? Eine Pistol kostet die billigste... Die PD7 kostet 20.000 und das ja, ist das, halt das ist Normalpreis. Ja, die brauchen wir nicht. Ganz ehrlich, lass dir die für 80.000 holen. Ja, da musst du uns aber noch ein bisschen Geld geben. Nein, ich will aber eine Piste. Hä, du hast doch genug. Hä, nein, Tobi, ich hab fast gar nichts. Ich finde die viel geiler. Torben, du hast gerade noch gesagt, du hast... Ich hab auch nichts mehr. Hä, ja, ich musste doch was noch bezahlen. Für die Firearm-Lizenz. Ich hatte insgesamt nur 80.000. Mann, ich kann immer noch nicht rennen, ey. Ah, Mann. Tom? Ja, ich schwör's dir. Send mir einen Screenshot. Ja, bestimmt. Guck, du hast noch mehr. Nein, ich schwör, die kostet auch 18.000. Ja, hab ich dir doch gesagt. Hä? Du hast 80.000. Nee, die Waffe kostet 80. Ja, aber die Lizenz kostet die teuerste nochmal. Und die holen wir uns. Ja, aber da musst du mir ein bisschen Geld geben. Ja, ich habe nicht so viel. Nein, Tobi, ich habe nicht. Ich habe jetzt insgesamt noch auf der Bank 37.000 und auf der Hand 33.000. Wie viel? Ich hab wenn auf ich der Bank abhole nur 5. Ah, hier gibt's auch richtig gute Magazine, by the way. Oh, man fickt euch. Ich hab nur 5. Ja, was willst aber du machen? Aber dazu muss ich noch abheben, wenn ich den für ich hab nur. Ja, Tobi, so, ja. Fährst du zum ATM oder? Okay, ja, muss ich ja. Ja, okay. Ihr alles auch noch abhebt. Jo, ich? Achso, ja, stimmt. So, komm, steigt ein. Okay. Ihr hebt alles ab. Ich heb auch alles ab. Dann können wir uns davon Sachen holen. Hallo, dann können wir uns richtige Überwaffen holen. Ja, hi. Wie geht's denn so? Imba-Waffe. Gut. Und wenn die dann nicht gespeichert werden, ich würde die töten. Wartet, aber sagt mal genau, wie viel ihr jetzt habt. Weil, ich hab... Alle die beste holen. Insgesamt habe ich... 50.000. Insgesamt habe ich 75.000. Ah ja gut, dann können wir uns schon mal auf jeden Fall alle die beste Waffe holen. Alle. Das ist immerhin etwas. Und dann natürlich noch ein paar... Hä, Magazin, Visier drauf und so. Ja, Visier auch. Das kostet ja nur 2.500.
Ich lasse das jetzt mal ganz kurz offen. Ja, also, ich will nicht alles abheben, ne? Hier ist alles. Hier ist ein richtiges. Hier ist ein richtiges Kaff, Alter. So, ich doch, lass 4000 wären klug, sonst können wir unseren Wagen nicht mehr aus der Garage holen. Nein, Torben, wir fahren gleich zurück und machen dabei eine Koppertour. Ja, ich muss gleich off. Torben, wir heben jetzt alles ab oder ich gebe euch nichts. Ja, aber ich muss gleich off. Ja, was heißt gleich? Ja, um 6. Ja gut, dann können wir uns keine Waffen holen. Dann tue ich jetzt auch mal. Hä, komm, 4000, Tobi. Nein, hä, ach, 4000, stimmt ja. Ja, der kostet ich ja nur 4000. Ich dachte, ich war jetzt bei 45.000. Nein. War beim Heli. Nein. Okay, das heißt, genau 4000 tue ich da rein. Deposit. Ja, ich okay. auch. Dann habe ich jetzt noch 126.000. Ja, das aber reicht. Bitte nur 4000, weil sonst habe ich auch... Ja, nicht, keine Sorge, ja. Ich habe 4000. Beziehungsweise ich werde sowieso alles aus. 72.000 habe ich dabei. Ja. Steig ein. Flo, das kannst du immer noch gucken. Komm jetzt rein, ja, ich muss gleich auch... Ja, das reicht. Fährt der rückwärts immer so langsam? Ja. Krass. Oh, oh. Ich habe mich mit der Kreuzung ein bisschen verschätzt. Flo, wir haben unsere Autos irgendwie dahinter geparkt, naja. Ja. Ja, ich würde sagen, wir verstecken die gleich irgendwo. Ja. Ich, aber hier kann ja eigentlich eh kein... Ach lol, jetzt sehe ich diesen komischen Marker, dieses Kreuz. Ja, siehst du? Ich jetzt auch. Siehst du? Ja, nur wenn man im Wagen sitzt, im selben. Nein, wahrscheinlich nur wenn man in der Nähe ist. Puh. Hä, das wäre sinnlos, wenn du dann beim Markt irgendeinen setzt, dann würden sie ja alle sehen, so ungefähr. Am Marktplatz manchmal. Ja, weil, aber der Lukas hat mir mal eingesetzt, da war ich in Sofia und der hat irgendwie in Atira gesagt, Torben, komm mal hierher. So, wenn du jetzt... Flo, hast du dir schon die Lizenz gekauft? Ja, kannst okay. du uns vielleicht gleich zu den Dings fahren? So, ich brauch... Ja, ich hä, der ist... Kurz mal. Ja. Tobi, der ist... Ich brauch 10.000... 10.000. Ich schieß euch ab. Nee, kannst du mir 12.000 geben? 12.000, Tobi. Wie heißt ja, die letzte. Die letzte. SDA. 12.000. 12.000, dann hab ich alles drauf. Ich rüste mich mal eben aus. Ja, okay. Ja, ich guck erst mal, die SDAR 5,56 mm. Da brauche ich noch 23.000. Tobi, unsere PDW kostet hier 70.000. Ja, ich weiß, aber wir holen uns die da drüber. Ja, ja. Kannst du mir dann das geben? Ja, warte. Die Frage ist, welches Magazin... Welche brauche ich? Ich brauche die 5,5630. Ja. Welches Magazin packen wir da drauf? So ein Joris? Torben, ihr meint die SDAR 5,5. Ja, Jungs, genau. Die Muni kostet auch 500. Ja, das ist kein Problem. Ja, ich kaufe mir jetzt erstmal alles und dann gebe ich euch. Ja, Tobi, jetzt kauf dir nicht über viel Muni. Habe ich nicht. Ich habe mir jetzt insgesamt 150 Schuss. Ja, kannst du mir dann 12.000 geben? Junge, warte. Ja, du bist... Ich habe jetzt noch... Alter, 144.000 hat einer mal einen fetten Überfall gemacht. Ja, ich habe jetzt noch 44.000. Ja, kannst du mir dann 12.000... Wie viel braucht ihr beide? Ich brauche 12.000. 12.000. Für die Waffe brauche ich 23.500. Okay, dann gebe ich Flo zuerst, 23.500. 12. Florian, so, du brauchst nämlich 12. Doch, brauche ich. Nein, gebe ich dir nicht. Boah, Tobi, ganz im Ernst, guck in der Aufnahme. Ich weiß. Ich gebe dir das jetzt, warte. Wie viel kostet das Visier? 2.500, glaube ich. Wo gibt's Visiere? Oh, überall, Flo, da steht MK17 Holosite, MP... Also Joris. Dieses MK, ja, das kostet... Ja, gut, komm, warte, ich geb dir mal eben. 12.500. Eigentlich nur 12 brauche ich. Ja, dann kannst du Muni holen. Oh, danke, das ist toll. Flo, kannst du dir noch Muni holen? Nix, lang mir hier. Ich hab gar nichts mehr. Alter, guck mal, wie gebeugt ich bin. Hallo, ich brauch die Waffe, gib mir ganz Tor. Oh, Flo, guck mal, Flo ist wieder normal. Nein. Ich kauf mir diese... Bye. Holosite. Kauf ich mir bin auch. Irgendwie nicht normal? Ja, erstmal keine Handfeuerwaffe, würde ich also sagen. Also ich habe keine. Nein. Mehr. Ich hab... Ja, komm her, Flo. Du also kriegst nochmal 5000. So, und jetzt kauf dir mal davon erstmal das Visier und dann noch... Welches? Am besten dieses Tobi, nein. MK17. Wo ist das denn? Moment, ja, die kann kein Magazin haben, die Waffe. Visier. Die hat eins. So. Du kannst aber trotzdem normalerweise noch eins drauf. Das ist diese Rebellenwaffe. Ich hab viermal... Ja, doch, klar, das ist ein... Das ist kein Maschinengewehr. Moment, das können wir ganz leicht ausprobieren.
Ja, wenn du auf Dauerfeuer stellst, dann ist jede Waffe. Die du so nein, hast, du kannst ja nicht jede Waffe auf Dauerfeuer stellen. Pistols kann man nicht Dauerfeuer. Ja, Pistols nicht kommen. Ja, und das andere sind Maschinen. Noch mal... Das andere sind Maschinen. Aber jetzt habe ich alles Flo gegeben und man kann diese Visiere nicht holen. Nein, kann man nicht. Das Problem ist... Hä, aber bei mir ist das noch nicht mal im Inventar. Ja, bei mir doch auch nicht. Lol, wie behindert ist das? Hast du, wie viel Muni hast du? Moment. Also wie viele Magazine meine ich? 5. Plus das, was ich drin habe, 6. Ich habe 4. Ja, ist ja okay, ich verballer jetzt mal eins, um zu gucken. Ja, genau. Stell mal auf Dauerfeuer. Hab ich. Okay, mach. Die hatten... Schuss. Ja, darf gut. Ich mal auf die schießen? Erstmal Sync-Data machen. Ich pack dir jetzt direkt in den Rucksack. In den Schießplatz-Ding. Ah ja, stimmt. In den da passt die nicht rein, oder? Nö. Scheiße, dann können wir die nur in den Rucksack packen. Hä, ja, dann lass ich die erstmal in der Hand. Das verboten, damit rumzulaufen? In der Stadt. Ja, das ist eigentlich verboten. Ja, in der Stadt, oder? Boah, warte mal, wie viel Zeit haben wir noch? Tobi, sonst kannst du ja so absenken. Ey, Tom, wie lange kannst du noch? Ich muss, wir wollten jetzt eigentlich Fußball spielen gehen. Oh. Mm. Oh. Wieso, was hast du denn vorgehabt? Wir hätten jetzt nochmal schnell einen ausrauben können. Ja gut, komm, das wir machen. Sonst gehe ich in der Zeit off. Ich meine, ich verstecke mein Auto hier irgendwo. Ja, wie in der Zeit. Ja, nein, sonst... Ja, die Frage ist wo? Weil ja, kann... Kupfer, oder? Kupfer, oder? Sagen. Ja, Kupfer reicht doch erstmal. Flo, ja, komm auch in dein Auto. Zurückfahren. Flo, ja, komm in dein Auto. Copper Processing, oder? Hä, ja, nein. Kannst du mich eben zu meinem Auto fahren, weil ich sonst... Beim Händler, du willst doch Geld kriegen. Okay. Hä, Flo, du kannst es doch eben irgendwo verstecken, dein Auto. Ja, aber ich muss ja erstmal hinlaufen. Da, das ging doch schnell. Achso, ja, stimmt. Lang. Das ist hier links, glaube ich. Ich. Guck mal, ja, dann fahr jetzt. Hier komme ich. Ja, klar. Ja, will ich. Hä, hey, Tobi, wir verstecken das. Wir fahren mit einem Auto. Ja, gleich. Wir bringen den Kavala in die Garage. Nein, ich hab doch eh nicht so viel Zeit, wenn mein Vater kommen sollte. Wir müssen sowieso durch Kavala, oder? Ich stell mein Fahrzeug jetzt hier hinter das Haus. Wir müssen gar nicht durch Kavala. Ja, ich stell mein Fahrzeug jetzt hier hinter das Haus. Hä, hey, warte, nimm das doch erst noch mit. Oder nee, nimm das nein, noch mit. Nein, macht keinen Sinn. Ja, mit zwei Fahrzeugen oder mit einem. Ja, ich versteck meins auch. Ja, okay, dann. Ich hab's hier hinter das Haus gestellt. Okay, ja, gut. Flori, bring das da auch hin. Oh, hinter mir. Oh, die Waffe ist schön. Beeil dich und hier rechts rein. Das ist eine Rebellenwaffe auf dem Asi-Server. Dann ruf doch jetzt eben an, ob du noch bis halb darfst oder so. Okay, kann ich mal eben versuchen. Hä, wohin jo, denn? Jo, dann unterbrechen wir ganz kurz. Jo, dann bis gleich. Ciao.